Olympia im Zeichen des Hakenkreuzes. 1936 in Berlin. Der NS-Diktator will aller Welt ein freundliches Deutschland präsentieren und ein Volk, das zu seinem Führer steht. Ich verkünde die Spiele von Berlin als eröffnet. Für die Zeit der Spiele gibt das Regime sich weltoffen. Also es war eine einzige Camouflage, es wurde ein Deutschland präsentiert, das nichts mit der Realität zu tun hatte. Man erwartet Siege von den deutschen Athleten, eine Leistungsschau für Hitlers Reich. Auch mit modernster Technik will das Regime imponieren. Die erste Olympia-Live-Übertragung in der Pionierzeit des Fernsehens. Allein in Berlin gibt es 25 Fernsehstuben, Vorläufer des Public Viewing von heute. Die junge Regisseurin Leni Riefenstahl soll den Olympischen Spielen von 1936 ein filmisches Denkmal setzen. Für die Produktion stellt Propagandaminister Goebbels die für damalige Verhältnisse riesige Summe von 1,5 Millionen Reichsmark zur Verfügung. Zur Darstellung des nationalsozialistischen Körperkults. Frau Riefenstahl und ihre künstlerischen Fähigkeiten waren ein Stein im Brett der deutschen Propaganda. Spitzensportler wie der legendäre Jesse Owens sind den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Die Kampfblätter der NSDAP hetzen gegen den schwarzen Sportler. Jesse sagte immer, er sei nach Deutschland gegangen, um Rennen zu laufen. Und daran hielt er sich. Hitler kümmerte ihn nicht weiter. Dass Jesse Owens 3 Goldmedaillen gewinnt, bringt die NS-Führung in Bedrängnis. Hitler ist fassungslos, doch das Publikum bejubelt den Sportler. So versucht das Regime, zumindest bis zum Ende der Spiele, den Schein zu wahren. Im Rückblick, als dann immer wieder angefangen mit der Kristallnacht, November 38 und dann mit den entsetzlichen Kriegsereignissen, dann verloren die 36er Olympischen Spiele ihren Glanz. Dann hat man nachträglich erst so recht gemerkt, was das für eine Propagandaschau war. Doch waren viele Zeitgenossen zunächst geblendet von dieser Schau, Olympia 36.